Jetzt gehe ich kurz mal zu den Forderungen. Ich habe jetzt einfach den Gesetzesvorschlag von der FDP genommen. Er ist sehr ähnlich wie der Grünen. Ich gehe auch nicht alle 21 Seiten durch, weil ich ja 20 Minuten habe und nicht 20 Stunden. Aber ich möchte es hier nochmal zeigen, wie das so aussieht. Kurz gesagt sind die Forderungen, es geht dann immer wieder, sie heißen jetzt Gesetzesentwürfe zur Stärkung der sexuellen Selbstbestimmung. Sie möchten immer das jetzige Transsexuellengesetz streichen und auch nochmal diese Änderung des Personenstandsgesetzes, die die Rechte, die den Menschen mit einer intergeschlechtlichen Situation erlaubt, sich als divers einzutragen. Und das soll eben durch neue Gesetze zur Selbstbestimmung über die Geschlechtsidentität oder zur Stärkung der selbstbestimmten Geschlechtsidentität in dieser Weise ersetzt werden. Sie wollen verkürzte Verfahren. Es soll einfach über Eintrag am Standesamt gehen. Sie möchten, dass es für die Betroffenen billiger ist. Sie wollen auch Dinge wie eine rückwirkende Änderung von Elternschaft. Also was steht dann in den Papieren drin, wenn jemand als Erwachsener übergetreten ist und sich jetzt als Mutter eintragen lassen möchte. Sie wollen auch nochmal das Offenbarungsverbot über das frühere Geschlecht und den früheren Namen, das schon im jetzigen transsexuellen Gesetz auch drinsteht, ausweiten. Dann geht es natürlich um die Gesundheitsversorgung. Es geht auch um das Verbot von genital verändernden Operationen an intergeschlechtlichen Kindern. Hier sieht man wieder, wie sie sich daran antackern, denn in Wirklichkeit wollen sie letztlich auch medizinische Eingriffe bei nicht intergeschlechtlichen Kindern durchaus ermöglichen. Und dann geht es so um Dinge wie Beratungs- und Aufklärungsangebote. Okay, jetzt gehe ich mal nochmal zu dieser Präsentation und zeige ein paar dieser Dinge, damit auch klar ist, warum wir uns aufregen. Nächste Folie hier. So, Begriffsbestimmung. Das ist jetzt aus dem FDP-Vorschlag. 1. Für die Zwecke dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck Geschlechtsidentität alle geschlechtsbezogenen Aspekte der subjektiv empfundenen menschlichen Identität. Eine subjektiv empfundene menschliche Identität ist ja auch schon irgendwie lustig, aber alle geschlechtsbezogenen Aspekte dieser Identität, Geschlechtszuordnung, die Zuordnung einer Person zu einem Geschlecht oder die Nichtzuordnung zu einem Geschlecht. Die FDP möchte es auch möglich machen, dass Leute für sich jeglichen Eintrag streichen können. So, interessant ist, dass Geschlecht nicht definiert wird. Geschlechtsidentität kriegt eine Definition, subjektiv und geschlechtsbezogen, subjektiv empfundene menschliche Identität, also subjektiv, es ist ein subjektives Empfinden einer menschlichen, nicht einer, was weiß ich, ich identifiziere mich dann als Pflanze, egal. Also das gibt ja sowieso schon keinen Sinn, denn eine menschliche Identität hat wirklich jeder Mensch. Aber hier geschlechtliche Identität, Geschlechtszuordnung, Geschlecht wird nicht definiert. Und da sind wir wieder bei den Geschichten mit den Begriffen. Dann. Selbstbestimmung über die Geschlechtszuordnung, Wahrung der Geschlechtsidentität, Rechte. Jede Person hat das Recht auf freie Entwicklung der Persönlichkeit, das ist sowieso Artikel 2 unseres Grundgesetzes, entsprechend ihrer Geschlechtsidentität. Niemand darf wegen der Geschlechtsidentität oder Geschlechtszuordnung körperlich oder seelisch misshandelt oder diskriminiert werden. Die rechtliche Geschlechtszuordnung unterliegt der Selbstbestimmung als höchstpersönliches Recht. So, warum sollte man sich irgendjemand darüber aufregen? Erstens, was ist eine Entwicklung meiner Persönlichkeit entsprechend meiner Geschlechtsidentität? Meine subjektiv menschlich empfundene Sache, wir haben das Recht auf die freie Entwicklung der Persönlichkeit, das muss gewahrt werden. Geschlechtsidentität im Zusammenhang als Ergebnis von Rollenvorgaben, das, was eine Identität ist, sie entsteht ja aufgrund unserer Sozialisation, aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund dessen, was wir integrieren, wie dieser Begriff dann heißt, aufgrund dessen, was aus uns wird, durch die Art, wie wir aufwachsen. Bisher war der Ansatz immer, dass gerade Rollenvorgaben weitestgehend weggehen. Was ist eine Entwicklung entsprechend einer Geschlechtsidentität? Was ist eine freie Entwicklung entsprechend einer Geschlechtsidentität als Frau? Das finde ich sehr, sehr problematisch. Außerdem, wie gesagt, wir haben Artikel 2 des Grundgesetzes. Niemand darf wegen der Geschlechtsidentität oder Geschlechtszuordnung körperlich oder seelisch misshandelt oder diskriminiert werden. Ja, körperlich misshandelt oder diskriminiert werden darf man sowieso nicht. Auch hier, da wird ja eigentlich das entlang gestrickt aufgrund der Sache, dass niemand aufgrund des Geschlechts schlechter gestellt werden darf. Die rechtliche Zuordnung unterliegt der Selbstbestimmung. Was bedeutet eine rechtliche Zuordnung für uns? Welche Folgen wird die haben?
Das ist sozusagen dann die sogenannte Wirkmächtigkeit des Gesetzes, die kommt später. Jetzt werden die Sachen wiederholt. Jede Person hat das Recht auf Achtung und respektvolle Behandlung entsprechend der eigenen Geschlechtsidentität. Entschuldigung, das ist noch nicht draußen. Entsprechend der eigenen Geschlechtsidentität sowie darauf, aufgrund ihrer persönlichen Dokumente entsprechend identifiziert zu werden. Der Staat unterstützt das. Mhm. Hier ist die gleiche Frage wieder oben. Was ist eine Behandlung entsprechend meiner Geschlechtsidentität? Kann ich jetzt einklagen, dass man mir die Tür aufhält? Oder ist eine Behandlung, dass ich ein kleines Flusenköpfchen bin, bei dem man darüber hinwegsieht, dass ich nicht einparken kann? Oder was soll das jetzt sein? Eine Geschlechtsidentität, die nicht geklärt wird. Was bedeutet das für Frauen hier? Dann die gleichberechtigte Teilhabe. Teilhabe woran? Teilhabe an der Gesellschaft, Teilhabe, einen Mietvertrag abzuschließen, Teilhabe am Frauenraum. Insbesondere, da ja Geschlecht nicht definiert wird, habe ich hier Probleme. Denn die ungehinderte und Diskriminierungsfreiheit der Rechte und gleichberechtigte Teilhabe habe ich. Es gibt trotzdem geschützte Frauenräume aufgrund des Geschlechts. Was passiert hier jetzt, wenn von einer Geschlechtsidentität gesprochen wird statt eines Geschlechts? Ich gehe ein paar Sachen mal schneller durch. Hier habe ich jetzt aufgehört, die Sachen zu markieren, denn hier sieht man natürlich die Dinge schon unmittelbar. Freie Entwicklung der Persönlichkeit, Maßnahmen zur Durchführung, Modifizierung des eigenen Körpers, auf Erscheinung, unbeeinträchtigt, selbstbestimmt. Das bedeutet im Klartext hier auch wieder, natürlich kann ich keiner Frau vorschreiben, wie eine Frau aussehen soll. Wenn die Geschlechtsidentität Frau ist, kann ich das auch niemandem vorstellen, auf vorschreiben. Das bedeutet, dass unabhängig vom Aussehen, Auftreten, Zielen, Wünschen, Erfahrungen, Verhalten ein Zutritt zu sämtlichen Räumen gegeben werden kann. Das ist gerade der Streit bei Gefängnissen. Die Leute denken dann immer an irgendeinen ganz jungen, netten, freundlichen Menschen. Aber dass jeder Typ, der in den Knast einfährt, nach dieser Sache höchstpersönliches Recht entscheiden kann, eine Frau zu sein, im Frauengefängnis landet, egal wie diese Person aussieht, dass eine Person, egal wie sie aussieht, auch in Räumen herumlaufen kann, in denen Frauen vor Traumatisierungen geschützt werden, in denen eben diese Geschlechtsidentität an nichts mehr gebunden ist, bedeutet das eben einfach, dass wir hier den Begriff Frau auf eine Art ausweiten, die wir nicht akzeptieren können. Also hier ist es so, der Mensch kann genau so weiterleben wie vorher, nur kann das jetzt in anderen Räumen tun. Das Gleiche nochmal hier, diese Personenstandsänderung. Man geht also auf das Standesamt und erklärt, dass man das haben möchte. Die Teile, die ich hier rausgestrichen habe, passen sich nur mit Menschen, deren Geburtsurkunde aus einem anderen Land stammt, für die Rechte auch gelten sollen. So, jetzt wird es lustig, das haben die Grünen auch. Die haben sich bei dem Thema der geschlechtlichen Identität, der Geschlechtsidentität, nach dem gerichtet, was in Deutschland unter Jugendschutz läuft. Gerade sexuelle Übergriffe. In Deutschland ist das zustimmungsfähige Alter 14. Das wissen auch viele nicht. Ab 14 ist der Zugriff erlaubt. Es gibt keine, nicht in Deutschland, irgendwelche Altersbegrenzungen der anderen Person. 60 Jahre und 14 ist in Deutschland erlaubt, bei sexuellem Zugriff, sexuellen Beziehungen. Das wird jetzt hier also auch so genommen. Ab 14 können die Jugendlichen hingehen, ihren Geschlechtseintrag ändern lassen und haben in der Logik dieses Gesetzes dann auch Recht auf die medizinische Versorgung, die dazugehört. Die medizinische Versorgung wird in die Ausführungsbestimmungen geschrieben. In den medizinischen Versorgungen werden wir dann die Geschichte mit Hormonvorgabe und ähnlichen Dingen finden, die jetzt zum Teil noch nicht da sind. Aber dort wird das dann natürlich dann möglich sein, denn dann sind sie ja Mädchen oder Jungen und haben Anspruch auf eine entsprechende Behandlung. Und es gibt ja seltene Fälle von Hormonbehandlungen bei Mädchen, wenn Mädchen zum Beispiel die Pille gegen Akne kriegen. Das kann man ja dann ausweiten, dann kriegen eben Jungen und Mädchen entsprechend auch Hormone. Interessant ist es auch hier, wenn sie jünger sind als 14, dann gibt es eine sorgeberechtigte Person und wenn die nicht zustimmt, gibt es ein Familiengericht. Das wird lustig bei Streitigkeiten zwischen Vätern und Müttern. Gut, das sind die Dinge, die ich jetzt hier als Folie noch habe. Ich habe bin das weiter durchgegangen. Es gibt natürlich noch, Entschuldigung, jetzt seht ihr meine schöne Landschaft hier, das ist in Bad Aibling, falls es jemand interessiert. Okay, so, es gibt noch die Ausführungsbestimmungen, es gibt noch die Offenbarungsverbote dazu. Es gibt nochmal die Bestimmungen zu den medizinischen Geschichten. Für mich ist nochmal wichtig, warum wir das so nicht hinnehmen können. Nicht, weil wir der Meinung sind, dass wir es Leuten verbieten wollen, sich irgendwie anzuziehen, sondern weil wir hier
erstens Kinder nicht mehr schützen vor dem Zugriff von wirklich merkwürdigen Dingen. Zweitens, weil wir hier auch Homosexualität als Faktum abschaffen und als Möglichkeit. Aber gut, das sehen die nicht so. Vor allem aber, weil es eine Ausweitung des Begriffes Frau ist, den wir so nicht hinnehmen können. Das ist jetzt dann eine Bedeutung, die vom Körper losgelöst ist, die von jeder Lebenswirklichkeit losgelöst ist. Die körperbezogenen geschlechtsspezifischen Erlebnissen, also unsere Sozialisation, unsere geschlechtsspezifische, die wir da sehen, die geschlechtsspezifische Diskriminierung, die geschlechtsspezifische Gewalt, die sich oft genug gegen unseren Körper richtet, gegen unsere Sexualorgane, die müssen einfach in unserer Sprache und Worten sichtbar bleiben. Und mit diesen Gesetzen, wenn das durchgesetzt wird, werden wir das nicht mehr haben. Schon jetzt verbringen wir ja unendlich viel Zeit mit dem Krempel. Bei Diskussionen verbringen wir mehr Zeit damit, wo die Sternchen hinkommen und wie die beteiligten Personen benannt werden können, als mit dem Thema der Gewalt an sich. Und wir müssen jetzt Recht haben, diese Dinge in politisch tragenden Begriffen zu benennen. Und damit natürlich auch in ausschließenden Begriffen. Das liegt in der Definition eines Begriffs. Außerdem bedeutet es eine Akzeptanz dieser Dinge, dass in jedem Frauenrechtsgremium, in jedem Gremium zum Mädchenschutz in Zukunft eben auch Vertretende aus dem Transbereich sitzen werden. Und die werden da nicht sitzen als Vertretende für Transaktivismus, die sitzen dann da als Vertretende für Frauenrecht. Und das wird zum Beispiel lustig bei so Kernthemen wie FGM, bei Genitalverstümmelungen, bei denen die Frauenrechtsorganisationen auch sagen, dass sie keine medikalisierte Form davon haben wollen. Wenn ich jetzt hier die da reinlasse, dann sitzen da Leute am Tisch, die das haben wollen. Und wie lange dauert es, bis ich eine tief empfundene religiöse geschlechtliche Identität habe und die gleichen Rechte erwartet werden? Wir können hier diese Art von Definitionsmacht nicht abgeben, weil das bedeutet, dass wir all diesen Leuten die Gremien öffnen. Wir räumen unsere Plätze für die Transaktivisten und Transaktivistinnen. Und wir haben kaum noch Möglichkeiten, eine Zielgruppe von Mädchen zu stimmen und zu bestimmen und für die zu schützen. Uns wird mit diesen Gesetzen und einer einfachen Übertritt einfach so absolut deutlich gemacht, dass wir hier keine Definitionsmacht haben. Wir haben nur noch die Wahl, Begriffe zu nehmen für uns, die völlig bedeutungslos sind, oder wir können Begriffe nehmen, deren Bedeutung von anderen Leuten bestimmt wird. Ich meine, das ist natürlich in der Sprache irgendwo immer so, aber wir haben jetzt nicht einmal mehr einen Begriff, den wir kennen, der im Duden steht und mit dem wir politisch kämpfen können, sondern einen Begriff, der in jeder Sekunde genau so bestimmt wird, wie es irgendeinem Transaktivisten passt. Und zwar einem Transaktivisten mit einer bestimmten Anatomie passt. Und das ist nicht unsere. Und das ist halt der Grund, warum wir uns darüber so aufregen und uns Sorgen machen.